Meine Damen und Herren, wir sind hier zu Gast in Spa-Francorchamps beim ersten Aufschlag, den wir fahren in der 2013er Saison, denn wir fahren ja im Juli noch einmal mit der Hancock Cup und Tourenwagen-Trophy auf dieser wunderschönen Ardennen-Achterbahn in Belgien. Wir dürfen ganz herzlich gratulieren dem Sieger des ersten Weltcups, dem Drittplatzierten der letzten Meisterschaft, Sascha Fahrt. Zunächst einmal unsere herzlichen Glückwünsche und wir haben ein Rennen erlebt, am Ende souverän, aber am Anfang sah es doch ein klein wenig anders. Ja, die Wetterbedingungen waren natürlich etwas mehr Herausforderung, die der Reifen waren, aber ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Das hat auch mal heftig gebracht, doch die beiden dann ohne Meisterschaftspunkte geblieben, die Aufstieg auf den zweiten Wettbewerb gibt es wieder am Ende so eine souveräne Aufstiegsrundfahrt wie im ersten Lauf. Es wird wieder ein Regen, Lotterie. Wir gucken, was das Wetter macht und hoffen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ihr werdet aber auch wie alle anderen bis zur letzten Sekunde warten mit dem Aufzug der Speisen. Ja, das sicherlich. Wo ist hier die Spa-Francorchamps? Hast du hier die Schlüsselstellen auf der Strecke, wo du diese immense Zeit gut machst gegenüber der Konkurrenz? Ja, man muss überall Speed mitnehmen. Das ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Sobald man irgendwann mal 10 Kilometer verliert, die fällen dann eine ganze lange Gerade runter. Ja, das ist der Sieger des ersten Wertungslaufes und mit Sicherheit einer der Top-Meisterschaftsfavoriten, denn im letzten Jahr hat er gefühlt die Meisterschaft bis zur letzten Veranstaltung. Dann gab das Streichergebnis Ausschlag über Platz 1, 2 und 3 der Meisterschaft 2012. Vielen Dank, Sascha Fahrt und Glückwunsch für den zweiten Wertungslauf. Dankeschön. Ja, die Juniorenwertung, die wird ja auch ausgefahren in der Hancock Cup Tourenwagen Trophy. Junioren gilt hier ab dem Jahrgang 1992 und jünger. 16 Jahre bist du alt, Michel Adler, 17 Jahre du, Daniel Hager. Beide habt schon Läufe in diesem Jahr zur Juniorenwertung gewonnen. Wie sieht's aus? Wird das Duell das ganze Jahr über uns beschäftigen? Ja, ich hoffe doch, dass es kein Duell bleibt, sondern dass ich mich an die Spitze setzen kann und führen werden kann. Ich kann dir eins versprechen, hier neben mir steht einer, der in Assen bärenstark im letzten Jahr unterwegs war mit zwei zweiten Plätzen in der DMV BMW Challenge. Michel, du hast dir mit Sicherheit auch die Worte jetzt ganz genau angehört, aber du hast was entgegenzusetzen. Ja klar, ich werde natürlich sehr stark sein. Ich werde gute Duelle bieten und es werden, glaube ich, nicht nur seine Siege sein. Ja, wir freuen uns auf dieses Duell im Jahr 2013. Hier wird die Meisterschaft in Juniorenwertung wahrscheinlich nur zwischen euch beiden entschieden. Michel Adler, 16 Jahre, Daniel Hager, der 17-Jährige. Und wir sagen Dankeschön und Tschüss und auf Wiedersehen aus Spa-Francorchamps.